Wir alle wollen grünen, nachhaltigen und sauberen Strom. Doch ein Problem dabei wird gerne verschwiegen. Windräder enthalten Bauteile, die wiederum ein ziemlich exotisches Gas enthalten. Es heißt Schwefelhexafluorid, SF6. Und was ist das Problem daran? Ein Kilo davon ist so klimaschädlich wie 23.000 Kilogramm Kohlendioxid. Die sorgen schon heute für mehr Treibhauseffekt als der gesamte innerdeutsche Flugverkehr. Das heißt, er wird sich über die Zeit in der Atmosphäre immer weiter anreichern. Das gefährlichste Treibhausgas überhaupt. What? Sind Windräder wirklich Teil des Problems statt der Lösung? Das ARD-Format Plus Minus lässt es hier ja so aussehen. Spoiler, nein, sie sind es nicht. Wir gehen die Doku einmal durch und erklären dir, was du über SF6 wirklich wissen musst. Klären wir zuerst einmal die Basics. Schwefelhexafluorid, kurz SF6, ist ein Treibhausgas, und zwar das stärkste, das wir kennen. Die Treibhauswirkung ist nach 100 Jahren über 25.000 Mal so hoch wie die von CO2. Und ja, der ARD-Beitrag hat gerade 23.000 gesagt, aber wir haben nochmal nachgeguckt und es sind tatsächlich 25.184 mal so viel. Das bedeutet, dass ein Kilogramm emittiertes SF6 so klimaschädlich ist wie eine PKW-Strecke von rund 125.000 Kilometern oder 8 Flüge auf die Malediven und zurück. Ein einzelnes Kilogramm. SF6 ist ziemlich reaktionsträge. Das bedeutet, dass es zum Beispiel 3.200 Jahre lang in unserer Atmosphäre verweilt. Und weil es so reaktionsträge ist, wird SF6 gerne als Isolator in Schaltanlagen eingesetzt. Zum Beispiel auch in der Windkraft, um Lichtbögen und Kurzschlüsse zu verhindern. Okay, aber wie groß ist unser Problem mit SF6 denn jetzt genau? Mehr Treibhauseffekt als der gesamte innerdeutsche Flugverkehr. Tendenz steigend. Nun, solange das System geschlossen ist, hat das Gas natürlich gar keine Treibhauswirkung. Es bleibt einfach dort, wo es Kurzschlüsse verhindern soll. Aber bei einem Defekt oder Leck kann SF6 natürlich austreten. Und deshalb fordern Forscher schon seit den 90er Jahren, dass die Suche nach Alternativen gefördert wird. Tritt denn regelmäßig SF6 aus, wäre jetzt die nächste Frage. Nun, die deutschen Gesamtemissionen von SF6 im Jahr 2018 entsprachen etwa 4,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Der innerdeutsche Flugverkehr hat wiederum im selben Jahr 2,4 Millionen Tonnen ausgestoßen. Die Aussage stimmt also. Die deutschen SF6-Emissionen sind 2018 für 0,5% der Treibhausgasemissionen verantwortlich gewesen, der innerdeutsche Flugverkehr für etwas weniger als 0,3%. Okay, aber wie setzen diese Emissionen sich eigentlich zusammen? Das hier sind die SF6-Emissionen in Deutschland. Und in pink dargestellt sind die Emissionen aus aus Schallschutzscheiben? Genau, SF6 wurde jahrzehntelang ganz anders eingesetzt als heute. In Schuhsohlen, in Autoreifen oder eben in Schallschutzscheiben. Schallschutzscheiben. Seit 2007 ist das zwar verboten, aber bei der Entsorgung entweicht das Gas auch jetzt noch in die Atmosphäre. Die Emissionen aus Windrädern fallen in die Kategorie elektrische Betriebsmittel. Aber, ganz wichtig, elektrische Betriebsmittel sind alle möglichen Schalt- und Verteileranlagen. Und die gibt es nicht nur in Windparks, sondern an jedem größeren Gebäude, in jedem Viertel und auch an Kohle- oder Atomkraftwerken. Halt überall da, wo Strom in größeren Mengen verteilt werden muss. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Emissionen in Deutschland nicht zunehmen. Einerseits wird die Verwendung in immer mehr Anwendungen reguliert und verboten, andererseits wird auch an Alternativen und einer besseren Versiegelung geforscht. Darum beruhen auch alle Angaben darüber, wie viel SF6 tatsächlich in die Luft gelangt, auf Zahlen der Industrie. Die tatsächlichen Zuwächse in der Luft sind viel größer als bislang gedacht. Für den Ausbau der Erneuerbaren werden wir mehr Schaltanlagen brauchen, mit oder ohne SF6. Aber das Gas sollte eigentlich nicht entweichen. Es bleibt im geschlossenen System, hat keine Klimawirkung und soll beim Abbau der Anlagen recycelt werden. Zumindest hat sich die Industrie dazu 2005 selbst verpflichtet. Extern überprüft wird das allerdings nicht. Und auch die Emissionsdaten sind Angaben der Industrie. Es liegt also ein Interessenskonflikt vor. Die aufwendige Entsorgung und die Aufbereitung kosten natürlich Geld. Darum haben wir mal beim Umweltbundesamt angerufen und gefragt, ob das mit dem Recycling wirklich funktioniert. Und dort wurde uns dann erklärt, dass in Deutschland sogar mehr SF6 recycelt, als außer Betrieb genommen wird. Das kann etwa an SF6-Importen oder an Reparaturen der Anlagen liegen. Es gibt also keine stichhaltigen Anhaltspunkte für fehlendes Recycling, aber eben auch keine Beweise, dass alles perfekt läuft. Hier gibt es also noch Aufklärungsbedarf. Wenn wir uns jetzt nicht auf diese Angaben verlassen wollen, dann müssen wir den SF6-Gehalt in der Luft messen. Und da sehen wir, global wird deutlich mehr SF6 emittiert als angegeben.
Regionale Modelle zeigen aber, dass diese Mehremissionen vor allem aus Ostasien stammen. Es wird geschätzt, dass China etwa 10-mal so viel emittiert wie Westeuropa. Da aber gäbe es eine Selbstverpflichtung der Hersteller, ob sie sachgemäß handeln oder das Gas einfach entweichen lassen, kontrolliert nur die Industrie selbst. Aber gut, nehmen wir mal an, dass das Recycling gar nicht klappt. Alles SF6 aus einem mittleren Windrad würde einfach in die Atmosphäre entweichen. Was wären die Folgen? Der einzige Hersteller, der seine Zahlen zu SF6 offenlegt, ist Vestas. Nach diesen Zahlen werden etwa 7,2 Kilogramm pro Windrad in der Turbine und den Schaltanlagen eingesetzt. Einerseits Emissionen mit einer Klimawirkung von etwa 180 Tonnen CO2. Aber Windenergie spart eben auch CO2 ein. Die Zahlen schwanken hier je nach Bauart und Ort zwischen wenigen Tausend und über 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Und ein Windrad ist im Schnitt 20 bis 25 Jahre am Netz. Ein Windrad, das komplett sein SF6 verlieren würde, würde also selbst im schlimmsten Fall innerhalb von 2 Wochen alles wieder ausgleichen. So ein Szenario zeigt uns, wie wichtig die Kontrolle und Transparenz bei großen Systemen ist. Wie es bei der Windenergie um die Emissionen steht, das wissen wir ja jetzt, aber wie steht es eigentlich mit euren Daten im Internet? Denn die Menge an persönlichen Informationen, die online über uns verfügbar ist, hat extrem zugenommen und wächst immer weiter. Das Problem ist, man weiß gar nicht, welche Daten über einen überhaupt gesammelt und wo sie gespeichert werden und noch viel wichtiger, wer sie verkauft. Wir haben heute einen neuen Sponsor hier auf dem Kanal, Incogni, und der agiert quasi als euer Datenschutzbeauftragter. Überall im Internet hinterlasst ihr Daten, die von sogenannten Data Brokern gesammelt und weiterverkauft werden. Das kann alles sein von eurem Namen über eure Adresse bis hin zu euren Bankdaten. Mit Incogni könnt ihr genau sehen, wer diese Daten über euch gesammelt hat, und Incogni stellt dann automatisch für euch Datenlöschungsanträge an die jeweiligen Broker. Dafür müsst ihr nur eure E-Mail eingeben und Incogni beginnt sofort mit der Arbeit. Bei mir wurden zum Beispiel direkt 60 Anträge gestellt und ich konnte sofort sehen, welche Art von Daten die Broker über mich haben und für welche Zwecke sie verkaufen wollen. Wenn ihr auch wollt, dass eure Daten aus dem Netz verschwinden und sie niemand mehr weiterverkaufen kann, dann schaut mal bei Incogni vorbei unter incogni.com/drwatson und gebt den Code drwatson ein, dann bekommt ihr nämlich 60% Rabatt auf ein Jahresabo. So schützt ihr nicht nur euch und eure Daten, sondern unterstützt auch uns und unsere Videos. Danke dafür, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr euch doch nicht ganz sicher seid, dann habt ihr natürlich 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Okay, zurück zu SF6. Oder besser nicht, denn das Nonplusultra wären natürlich Windräder, Schallschutzscheiben, Autoreifen und Schaltanlagen ohne SF6. Wie sieht's also mit den Alternativen aus? Zum Standard werden Anlagen ohne Klimakiller erst, wenn der in der EU verboten ist. In Autoreifen und Schaltschutzscheiben wurde SF6 ja bereits 2007 verboten. Seitdem wird es dort vor allem durch Luft ersetzt. Wenn doch alles so einfach wäre. Um wie SF6 Kurzschlüsse in Schaltanlagen zu verhindern, kann man auch Luft und Vakuum einsetzen. Aber man denkt auch über Feststoffe und andere Gase nach. Deswegen rechnen die Experten, mit denen wir gesprochen haben, damit, dass SF6 in bestimmten Schaltanlagen bald verboten wird. Okay, was bedeutet das jetzt alles? Ja, SF6 ist klimaschädlich. Wir sollten uns unbedingt um Alternativen bemühen und dafür sorgen, dass die Industrie sich nicht mehr nur selbst kontrolliert. Und wo es vermeidbar ist, sollte SF6 verboten werden. Aber SF6 ist kein Problem der Windenergie. Der ARD-Beitrag von Plus Minus stellt es trotzdem so dar und sie lassen in ihrem Beitrag gekonnt aus, dass SF6 auch an vielen anderen Stellen im Energie- und Elektroniksektor eingesetzt wird und wurde. Damit haben sie auch der AfD Zündstoff gegeben, die versucht jetzt mit diesem Argument den Ausbau der Windkraft zu verlangsamen. Unter Videos und Texten zum Thema SF6 tummeln sich jetzt Windkraftgegner, die sich urplötzlich fürs Klima interessieren. Wir kennen das ja von anderen Diskussionen. E-Autos werden populär und auf einmal interessieren sich Kritiker für den Lithiumabbau, den es auch vorher schon gab. Sobald jemand vegan ist, interessieren sich andere plötzlich für den Regenwald, der angeblich für Tofu gerodet wird. Und ein Windrad wird geplant und plötzlich werden die Gegner zu Vogelschützern. Ein Beitrag, der einordnet und abwägt, ist nicht so attraktiv und aufwühlend wie einer, der nach Blockbuster und Weltuntergang klingt. Wir brauchen einen konstruktiven Austausch, denn solche Themen wie SF6 müssen diskutiert werden, aber eben faktenbasiert und vollständig, statt mit Megafon und Desinformation. In diesem Sinne, bleibt neugierig, euer Cedric.